So, Freunde, ich habe mal, ich neige seit langer Zeit mal wieder entschieden, ein Video zu machen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass ich einfach mal wieder die Kamera nehme und mal ein bisschen was erzähle, wie das hier so abläuft, wie das Leben hier funktioniert. Es war so ein bisschen schwierig, so die letzten Tage auch ein Video zu machen, einfach weil ich jetzt hier auch schon seit knapp, ungefähr vor 3 Monaten kam ich hierher und so langsam aber sicher fehlt mir so ein bisschen das Auge für das Großartige oder das Interessante in kleinen Dingen hier in Japan, weil vieles einfach selbstverständlich wird. Das ist so vielleicht so dieses Problem, was ich momentan habe. Und ansonsten hatte ich einfach in letzter Zeit auch so das Problem, was zeigst du denn überhaupt? Weil so gefühlt so das wirklich Interessante, was mich persönlich auch interessiert hat, das habe ich schon gemacht. Und extra jetzt Videos zu machen, die vielleicht mich jetzt gar nicht persönlich so stark interessieren, sondern einzig und allein dazu gedacht sind, Content zu produzieren, das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auf dieser Straße bleibe oder vielleicht doch lieber auf die Seitenstraße wechsel wegen dem Ton. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, okay, dann machst du wenigstens mal so einen No-Cut-Vlog oder so einen Almost-No-Cut-Vlog, weil ich werde noch mal ein bisschen zeigen, was ich so die letzten Tage erlebt habe. Ich war unter anderem beim Baseball, die Hanshin Tigers. Baseball ist eine ganz interessante Sache hier in Japan, weil es ist Volkssport hier. Es ist wie Fußball in Deutschland. Es ist der mit Abstand bekannteste Sport hier in Japan. Und jetzt ist rot, deswegen muss ich stehen bleiben. Und da war ich im Stadion, das war super geil. Jetzt mal gesehen, wie das so aussieht da. Die Atmosphäre ist unvergleichbar geil gewesen. Ich hätte gedacht, als ich da hingegangen bin, okay, können die so mit der Stimmung mithalten, so von deutschen Stadien? Und ja, können sie auf jeden Fall. Definitiv. Vor allen Dingen zum Ende hin, wo die Japaner bzw. die Fans von den Tigers haben. Ich habe hier noch so ein Ich trage auch noch so einen Kaffee mit mir. Jetzt muss ich irgendwie sehen, wo ich den in den Müll schmeißen kann. Weil es gibt hier unfassbar wenig öffentliche Mülleimer.
Ansonsten sind die Hanshin Tigers so quasi wie das Borussia Dortmund. Ich glaube, nicht die allerbesten in Japan, aber gehören schon zu den besseren auf jeden Fall. Und ja, die Stimmung war einzigartig. Ansonsten war ich heute auch noch in Osaka. Heute ist Sonntag, der 25. Juni. Und ich war in Osaka auf dem, so einem, ja, Derby für Wasserboote. Ja, wir sind da. Ich hätte gedacht, es wäre so ein richtiges Rennen, aber ich war im Endeffekt doch schon ein bisschen enttäuscht, weil es war doch eher so ein, ja, so ein Wetten auf Boote. Also wie halt ein Derby, aber da finde ich halt schon ein bisschen interessanter, lieber Pferden zuzugucken als Wasserbooten, Schnellbooten. Definitiv. Und ja, da fehlt ja auch so ein bisschen, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Nee, das ist jetzt richtig. Ja, ich bin richtig. So, kommt von wegen verlaufen. Ich habe mich, ja, da waren Wasserboote. Das war ganz interessant auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz jetzt nicht irgendwie, es war nicht das wert gewesen, das zu filmen und da jetzt einen großartigen Vlog zu machen. Und just in Japan, ja, sowas gibt es so in Japan, aber es war einfach nicht so das, was ich dachte, okay, das ist jetzt phänomenal anders, das muss unbedingt gesehen werden. Um Gottes Willen, nein, das ist komplett was anderes, also es ist komplett, es war langweilig, so. Und ich muss jetzt erstmal einen Ort finden, wo ich muss den Arm wechseln auf jeden Fall. Ah, so, perfekt, das ist schon wesentlich besser. Ja, ansonsten ist das Semester jetzt auch schon über die Hälfte vorbei hier, mein erstes Semester, zumindest was die Vorlesungszeit betrifft. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja, wir hatten jetzt ein Video aufgenommen, das hatte ich auch schon angeteasert, wo wir Japan, also ich mich mit einer japanischen Freundin hier zusammensetze und Japan und Deutschland, den Westen allgemein vergleiche. Und das war ganz, ganz, ganz nett, auf jeden Fall. Aber es, mal gucken, wie das dann so ankommt. Ich werde nochmal gucken, muss auf jeden Fall viel schneiden. Das auf jeden Fall. Und ansonsten, so die nächste große Reise, die geplant ist, ist dann in Südasien. Da geht es dann nach Thailand, Kambodscha, Vietnam, Kuala Lumpur und Taiwan. Wobei Taiwan ja auch noch nicht mal so viel Südasien ist. Nichtsdestotrotz ist das wieder so diese große Reisevlog, den ich dann machen möchte, wo es dann wirklich viel Stuff auch zu filmen gibt. Ja, und was jetzt so Japan betrifft, eigentlich gehen mir so ein bisschen die Ideen aus. Also falls da jemand jetzt draußen zuguckt und sagt, hey Max, ich habe von das und das gehört in Japan. Kannst du nicht mal darüber ein Video machen? Kannst du dich darüber schlau machen? Und ganz ehrlich, ich hätte Lust dazu. Weil mir fehlen inzwischen so ein bisschen die Ideen dafür, ein Auge dafür zu entwickeln, was denn jetzt den Zuschauer oder was euch jetzt interessiert eigentlich. Ich kann jetzt natürlich was erzählen, so wie diesen Vlog, also so ein No-Cut-Vlog, wie mein Leben hier allgemein so ist. Und ja, aber ja, so richtig so einen themenbezogenen Vlog zu machen, das fällt mir tatsächlich jetzt ein bisschen schwer. Deswegen würde ich euch bitten, falls euch da draußen irgendwas interessiert, ich wohne in Kobe, also jetzt nicht in Tokio, leider. Aber Kobe und Osaka ist auch sehr interessant. Dann sagt mir einfach Bescheid und ich versuche auf jeden Fall da euch entgegenzukommen. Würde mich schlau machen, würde ein Video darüber machen. Und ihr habt jetzt die einzigartige Möglichkeit, mir Themenvorschläge zu geben. Und ich hoffe mal wirklich, dass ihr das auch nutzt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht vielleicht das falsche Wort. Ich fand es erstaunlich, dass es unter dem letzten Video keine Kommentare gab. Ansonsten bin ich fast bei 100 Abonnenten. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Trotz der Tatsache, dass ich eigentlich so wenig mache in letzter Zeit.
Und ich werde mir nochmal einfallen lassen für 100 Abonnenten-Special. Das kommt auf jeden Fall auch und ja, so viel sei erstmal gesagt. Das ist jetzt ein No-Cut-Vlog, beziehungsweise es gab jetzt zwei Schnitte. Aber verzeiht mir, falls euch jetzt irgendwie der ein oder andere Versprecher oder die ein oder andere Redepause nicht so gut gefallen hat, aber das ist nun mal der Sinn dieses Vlogs. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich auf weitere Videos hier noch auf dem Kanal, die ich machen kann und die ich auch definitiv machen werde. Und ja, ansonsten, ich bewege mich gerade hier durch Sanomiya in Kobe. Das ist so ein bisschen belebter als die letzten, der letzte Vlog, wo ich durch Paul Island gegangen bin. So, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.